Herzlich willkommen zu diesem ersten Gespräch heute mit Martin Jenicke über die Anfänge der wissenschaftsbasierten Umweltpolitikberatung in Deutschland. Wir werden heute das besprechen, was ich, Andreas Krämer vom Ecologic Institute, für die Anfänge dieser Entwicklung halte, über die Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre und dann so weit, wie wir heute das Gespräch schaffen. Unser Ehrengast heute für das erste Gespräch ist bekannt als jemand, der sehr früh mit Willy Brandt gearbeitet hat, schon Ende der 60er Jahre, der dann in der sozialliberalen Bundesregierung mitgearbeitet hat, an entscheidender Stelle konzeptionell Weichenstellungen vorbereitet hat und der später dann aus der Politik heraus in die Wissenschaft gegangen ist, als Gründer der Forschungsstelle für Umweltpolitik, heute Forschungszentrum für Umweltpolitik an der Freien Universität. Einer der Väter dessen ist, was man weltweit kennt als die Berliner Schule der Umweltpolitologie. Vielen Dank, Martin, dass du heute mit dabei bist. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich tue mich ein bisschen schwer. Normalerweise hat man seine PowerPoint-Infrastruktur und das erspart einem natürlich vieles. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe keine besondere Routine, über mich selber zu reden. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war deine erste große politische Aktion die Mitarbeit im Wahlkampf der SPD 1969, in dem die SPD dann auch gewonnen hat, Willy Brandt zum Bundeskanzler. Welche Rolle spieltest du darin? Welche Rolle spielte Umwelt in diesem Wahlkampf? Ja, also dieser Wahlkampf war ja ein in vieler Hinsicht ergebnisreicher. Also zunächst mal wurde die Wahl gewonnen. Ich war also, gehörte zu dem Team und hatte also so Texte zu bearbeiten. 14 Tage lang war Wahlkampftour quer durch die Bundesrepublik und das war so eine Kolonne von Mercedes 220 und da saß man dann in einem der weiteren hinten und hatte zum Beispiel Journalisten zu betreuen oder Ähnliches. Ich bin zur Umweltfrage im Jahr in der zweiten Hälfte 1972 gekommen durch die Lektüre von Meadows Grenzen des Wachstums, ein Buch, das mich richtig erschreckt hat und also einen richtigen Schub gebracht hat, intellektuell. Und ich habe dann später, also in dieser Zeit, auch überlegt, was hat der Brandt wirklich die Umweltfrage in den Wahlkämpfen, in seinen Reden erwähnt? Ich habe mich nicht erinnert, dass er das... Das Einzige, wo es sein konnte, waren Reden im Ruhrgebiet. Der Wahlausgang war ergebnisreich deshalb, weil meiner Ansicht nach, aus heutiger Sicht, Brandt wirklich mit einem Schub massiv einen sehr modernen Umweltschutz in Deutschland eingeführt hat. Das gab ja also erst das Umweltaktionsprogramm 1970. Im Übrigen, also es hat niemand damit gerechnet, dass der Brandt den Umweltschutz zu einem großen Thema machen würde. Und in der Regierungserklärung plötzlich taucht das auf und dann gibt es also ein Jahr später schon das Umweltaktionsprogramm und 1971 schon ein Umweltprogramm, das ein moderner Umweltplan war, mit Zielen und so weiter und sehr anspruchsvollen Zielen, der Luftreinhaltung zum Beispiel. Und auch vom Design der Institutionen, die neu geschaffen wurden, Bundesamt, Sachverständigenrat für Umweltfragen. Es wurde aber auch schon frühzeitig thematisiert, die Politikintegration. Es wurde relativ früh eingeführt, die Umweltbewertung von Maßnahmen des Bundes. Es gab ein Umweltkabinett unter Vorsitz des Kanzlers. Und das ist auch deswegen wichtig, weil nämlich in Deutschland der Umweltschutz nicht von der Wissenschaft erfunden worden ist. Das ist, muss man wirklich wissen. Das war die Vorgabe der Politik, das war eine Vorgabe von oben nach unten, nicht etwa von unten nach oben, von den Bürgern zur Politik. Und die Entwicklung der Basis dieser Politik, die kam erst zustande, als dann mit dem Wechsel 1974 von Brandt auf Schmidt die Politik sukzessive zurückgenommen wurde. Dann kamen die Bürger, dann kamen die kritischen Wissenschaftler ins Spiel und haben dann eben auch einen wichtigen Beitrag geleistet. Aber das muss man wirklich wissen. Diese Politik ist top-down eingeführt worden und das Modell war der US-Umweltschutz. Wenn wir den Sachverständigenrat für Umweltfragen nehmen oder Institute, die sich dann gegründet haben im Laufe der 70er Jahre,
kann man eigentlich sagen, dass es ist eigentlich fast alles damals gesagt worden, mit Ausnahme der Klimathematik. Das war nicht so drin. Und Florentin Krause, der hier einer der Autoren ist, hat das, glaube ich, 78 vorgetragen. Vorgetragen, dass man langfristig ohne Zuwachs des Energieverbrauchs auskommen könnte, dass er sogar vielleicht zurückgehen könnte. Man hat mit den Ohren geschlackert. Das war sowas von überraschend. Ne? Und er hatte lauter empirische Studien und lauter amerikanische Untersuchungen, die er zitiert hat. Die frühzeitige Wissensproduktion in ganz wesentlichen Bereichen, zum Beispiel bei der Atomfrage, ne, dass es wirklich Alternativen zum Atom gibt, ist etwas, was Deutschland durchaus kennzeichnet als ein Sonderfall. Also das Öko-Institut habe ich hiermit indirekt gleich an diesem Beispiel vorgeführt, als einen wichtigen Faktor der Politikberatung. Das Öko-Institut ist ja dann erst 77 gegründet worden. Wir hatten Anfang der 70er Jahre die Gründung des Umweltbundesamtes 1972. Ich weiß nicht genau, wann der Sachverständigenrat für Umweltfragen das erste Mal errichtet wurde. 73 ist die erste Veröffentlichung. 73 ist die erste, also muss es auch 72 dann errichtet worden sein, sonst funktioniert es nicht. Wir hatten Stockholm 1972. Wir hatten in Berlin die Gründung des Internationalen Instituts für Umwelt und Gesellschaft, finanziert durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie damals. Das sind ja alles Elemente, die eine Rolle gespielt haben. Parallel dazu seit 1973 dann der Konflikt um das Kernkraftwerk Wiehl. Der ging ja von 73 bis 77, wurde 77 dann mit der endgültigen Entscheidung, dass das Kraftwerk nicht gebaut wird, beendet, vorläufig nicht gebaut wird. Die Planungen sind ja noch erhalten geblieben. Also da ist zwischen 72 und 77 ja einiges passiert, was noch erklärt werden muss. Wie sind diese Institutionen entstanden, die die Bundesregierung da errichtet hat? Wie ist die Finanzierung? Wer ist im BMFT dazu gekommen, dass im Wissenschaftszentrum Berlin das Institut für Umwelt und Gesellschaft genau an der Schnittstelle zu errichten? Das ist nicht vom Himmel gefallen. Wir müssen rausfinden, woher die Ideen kamen und welche Rolle hier diese besondere Form der Institutionalisierung von Wissenschaft gespielt hat in den weiteren Entwicklungen. Es ist 72 ist das gegründet worden. Ich weiß nur, dass Helmut Weidner, der damals mein Assistent war und dann später beim WZB eine wichtige Rolle gespielt hat, dass wir gemeinsam die Kandidatur von Udo Simonis betrieben haben. Dass der also Direktor dieses wichtigen Instituts für Umwelt und Gesellschaft wurde. Damit ist ein weiteres Institut genannt, das in der Politikberatung sicherlich erhebliche Bedeutung hatte. Und zwar in einem bestimmten Typ von Politikberatung, nämlich solcher, die eben ja zivilgesellschaftliche Nähe hatte, ohne das nötige Maß an Unabhängigkeit nicht zu haben. Dieses Institut hat eine erhebliche Bedeutung gehabt. Neben dem Öko-Institut und dem Sachverständigenrat und der Interparlamentarischen Union, was haben wir noch? Ja, und da gab es den Schwerpunkt an der FU. Also vor 1976, wir hatten ja nach der Gründung der Institution 1972 die erste Ölkrise, 73, 74, ein massiver Einschnitt in die Wirtschaftstätigkeit. Zweifel kamen auf an der Nachhaltigkeit des Industriesystems, so wie es bestand. Die Verwundbarkeit wurde wirklich erspürt. Wie hat darauf die Politik reagiert und welche Rolle hat dort dann Umweltpolitik bzw. Energieeffizienz, der Gedanke liegt ja nahe, gespielt? Ende 1974 erinnere ich mich noch an Diskussionen, die dann geführt wurden. Da hat man mit Revolutionen gerechnet und Aufständen und wer weiß was, weil die Wirtschaft wirklich im freien Fall sich bewegte und nun sollten also Konjunkturprogramme gemacht werden. Wenn hinter einem Ressort, dem Umweltressort, nicht der Kanzler steht, sondern der Kanzler erkennbar großer Skeptiker ist, hat das natürlich in allen Bereichen sofort Rückwirkungen. Und alle Gesetze, die nach 76 gemacht worden sind, haben enorme Abstriche hinnehmen müssen. Das Chemikaliengesetz, Wasserschutz, Gewässerschutz und so weiter. Wie hat eigentlich die Berliner Schule der Umweltpolitologie genau ausgesehen? Evidenzbasiert, Best Practice war das eine, international orientiert war das zweite Stichwort. Welche anderen Charakteristika der Berliner Schule der Umweltpolitologie hat es gegeben? Und wie haben Sie dazu beigetragen, dass das genau dann die Wissensbasis produziert hat, die eine solche konsensfähige und auch wirtschaftsnahe oder wirtschaftsfördernde Umweltpolitik ermöglicht hat? Ich habe mir die Stichworte mal hier aufgeschrieben.
was diese doch fast 30 Autoren gemeint, also in einem Netzwerk, wo, die waren entweder am Wissenschaftszentrum tätig oder an der FU, was die gemeinsam hatten. Empirisch vergleichende sozialwissenschaftliche Forschung im Umweltbereich, Fokus auf Best Practice, Policy-Analyse. Viele Umweltforscher, sozialwissenschaftliche Umweltforscher haben sich nie richtig mit der Politik beschäftigt. Innovations- und Technologiebezug, Anwendungsorientierung, die Bereitschaft zur Politikberatung, sehr wichtig für alle, fast alle dieser Autoren, Medienpräsenz. Und dann eben ja Nähe zur Zivilgesellschaft, ohne seine Unschuld in der Richtung zu verlieren, also Unabhängigkeit. Dir vielen Dank, Ihnen vielen Dank für das Interesse und ich hoffe, bei dem nächsten Mal treffen wir uns dann wieder.